Zum Fleisch niedergaren muss man einiges beachten, aber ich zeige dir jetzt, wie simpel und einfach das eigentlich geht. Hey, wie geht's? Es ist der Matthias. Wenn du neu bist auf meinem Kanal, würde ich mich freuen, wenn du dich abonnieren würdest. Ich gebe dir Tipps und Tricks für deinen Alltag und für deine Freizeit mit der Familie. Niedergaren eignet sich immer, egal ob du das für Weihnachten machst, für das Neujahressen, für den nächsten Besuch oder einfach für dich selber mal, wenn du dir am Sonntag zum Beispiel wieder mal etwas ganz, ganz Feines und Spezielles gönnen willst. Ich will dir heute zeigen, wie simpel oder wie einfach das eigentlich ist, dass du Fleisch kannst selber niedergaren. Was ist Niedergaren genau und was bewirkt das im Fleisch? Und zwar hat das Fleisch ein eigenes Enzym, das sich am besten entfalten kann zwischen 55 und 57 Grad, respektive einfach vor allem unter 60 Grad, was sich nachher selber zersetzt im Fleisch. Aber ich will jetzt da gar nicht ganz, ganz gross fachsimpeln mit dir und dir irgendwelche Zeugs erzählen, weil du willst ja eigentlich einfach wissen, wie du das Fleisch perfekt und einfach kannst niedergaren, oder? Was als erstes ganz wichtig ist, schon mal, wenn du das Fleisch gehst, posten, geh doch bitte unbedingt zum Metzger, ausser wenn du voll der Fleischprofi bist und weißt genau, was für ein Stück das du musst haben. Dann kannst du es natürlich auch sonst nehmen zu besorgen, aber sonst geh unbedingt zum Metzger und sag ihm gerade, ich will mein Fleisch niedergaren. Er kann dir nämlich nachher super helfen und kann dir das perfekte Fleisch geben zum Niedergaren. Es ist nämlich sehr wichtig, dass du ein Fleisch verwünschst oder nimmst, wo nicht schon reif ist. Ich weiss, das klingt jetzt komisch. Reifes Fleisch, ja, das gibt's. Wenn es nämlich schon zu reif ist, das Ganze, und du es nachher niedergaren, das Fleisch, dann wird es nachher säuerlich und mehlig. Und es hat nachher einen ganz komischen Geschmack. Und du denkst, oh nein, ich kann niedergaren nicht gerne, ich mache das nie mehr und ich esse das nie mehr. Das wäre natürlich extrem schade. Mit dieser Methode kannst du sehr gut ein Fleisch zubereiten. Es ist super zum Essen, super zart und es garantiert einen super Festanlass. Vielleicht kurz zum Erwähnen, was ganz wichtig ist, dass du dir bei diesem Projekt viel Zeit lässt. Geh ein, zwei Tage vorher zum Metzger, hol dir das perfekte Fleisch und wenn du nachher anfängst, das Fleisch zu machen, schau doch kurz, wie lange das etwa geht. Wir haben jetzt hier ein Kalbsfilet genommen, das ist nicht riesig dick, gar nicht ewig lang, aber auch dort musst du dir ein bisschen Zeit lassen. Ich habe hier meine super schlaue Liste zur Hand. Und zwar würde ich dir einfach schnell mitgeben als Beispiel, zum Beispiel bei einem Rindsfilet, das etwa 800 Gramm schwer ist. Das musst du etwa 4 Minuten anbraten. 1,5 Stunden nachher garen. Die Ofentemperatur sollte bei 80 Grad sein und die Kerntemperatur zwischen 48 und 50 Grad. In unserem Fall haben wir jetzt ein Kalbsfilet und dort ist die Anbratzeit etwa gleich. Es ist auch 4 Minuten kurz anbraten, 1,25 Stunden im Ofen. Die Ofentemperatur wieder bei 80 Grad, aber die Kerntemperatur ist etwa zwischen 47 und 50 Grad. Dass du die Hygiene kannst einhalten, wenn das Fleisch nachher bei dem Niedergaren gemacht wird, tu doch unbedingt das Fleisch vorher anbraten, wie ich vorher gesagt habe. Du hast etwa 3-4 Minuten wirklich bei voller Hitze, also nicht so, dass es gerade verbrennt oder die Pfanne am Qualmen ist. Du hast bei hoher Hitze ganz kurz anbraten, dass es eine schöne Farbe bekommt und dann nimmst du es sofort wieder raus, legst du auf ein Gitter oder auf ein Geschirr und dort schon mal einen kleinen Tipp vorneweg. Du es nicht mit der Pfanne oder mit dem Gefäß rein, wo du das angebraten hast, weil wenn du mit der Pfanne rein tust oder mit dem Gefäß, wo du angebraten hast, brötet das nachher ganz schön weiter, weil deine Pfanne ist sicher gegen die 120, 150, 200 Grad und das wäre dann schade und ein schönes Stück Fleisch. Ganz, ganz kurz die paar wichtigsten Sachen. Nimm nur kurz gelagertes Fleisch. Du das Fleisch nur ganz kurz und schnell anbraten. Am besten nimmst du ein Fleisch, das eine gleich grosse Fläche hat, also gleichmäßig gross ist. Du das Fleischstück im Ofen garen auf einem Gitter, wenn es möglich ist. Wenn du ein Stück Fleisch hast mit einem Knochen, schau unbedingt, dass der Thermometer den Knochen nicht berührt. Du das Fleischstück nicht bedecken während dem Kochen, sonst entsteht Feuchtigkeit und den Kochgang immer überwachen. Die Temperatur im Ofen sollte nie unter 65 Grad sein. Das wegen der Hygiene, weil sich sonst Bakterien entwickeln, die nicht gesund sind für dich. Du das Fleisch oder vor allem auch Flügel oder andere Sachen nicht unter 65 Grad warm halten und unbedingt nicht länger als 3 Stunden warm halten.
Ganz, ganz wichtig, wenn du gerne mit Poulet kochen oder Poulet essen, schau doch bitte unbedingt, dass die Temperatur, Kerntemperatur, das heisst das mittlere von dem Poulet-Brust, so zwischen 65 und 70 Grad heiß ist. Wenn du das Fleisch nachher willst, kühl geniessen, kalt essen, aufschneiden, schau, dass das Fleisch unbedingt in der Temperatur oben runterkommt, innerhalb von 90 Minuten und dann unter 5 Grad Kerntemperatur hat. Noch als kleiner Zusatztipp, Wildfleisch wie Reh oder Hirsch eignet sich nicht fürs Niedergaren. Das kann nachher extrem mehlig und faserig werden. Darum empfehle ich dir, lass da lieber die Finger davon. Du wirst wahrscheinlich enttäuscht sein. Frage vom Video. Hast du schon mal Fleisch niedergaret und wie ist es bei dir rausgekommen? Schreib es doch bitte in die Kommentarfunktionen rein. Ich bin mir sicher, mit deiner Erfahrung kannst du vielen anderen weiterhelfen. Was wir nachher machen, wir nehmen eine grosse Bratpfanne, braten nachher das Fleisch in dieser anbraten, das schön Farbe hat. Du kannst natürlich auch das Fleisch erst nachher anbraten. Wichtig dabei ist einfach, dass du das Fleisch etwa 30 Minuten vorher rausnimmst. Lass das an der Luft ein bisschen antemperieren, dass du es nachher nicht eiskalt in die Pfanne reinrührst. Wenn du das Fleisch nachher anbraten hast, kannst du es nachher auf ein Gitter tun. Nimmst so eine Schale unten dran oder irgendein anderes Gefäß. Du hast das Gitter oben drauf und du hast dein Fleischstück nachher oben dran her. In unserem Fall haben wir jetzt das Ganze mit Butter und Kräuter überbacken und das würde nachher mega schnell oder die Flüssigkeit würde extrem schnell irgendwo sich verlieren und runterfallen. Darum haben wir das Ganze direkt in der Schale gebraten, dass wir nachher den ganzen Geschmack von den Kräutern und der Butter, die nachher nach diesen Kräutern schmeckt, um das ganze Fleisch herum haben und das richtig so ein bisschen einwirken kann. Wenn du es nachher angebraten hast und dann ist es ready für den Ofen, kannst du es nachher mit einem Kerntemperaturmesser ausstatten, wenn du das hast an deinem Gerät. Und dann ganz wichtig, wenn du dein Fleischstück hast, dein runde Fleischstück, du bitte unbedingt den Kerntemperaturfühler probieren, möglichst in die Mitte des Fleisches rein zu tun. Wenn du es nämlich ins Fleisch reinsteckst und du schiebst es zu weit rauf, hast du nachher eine Temperatur von oben dran. Oder du schiebst es zu weit runter, hast du eine Temperatur von unten dran. Und das kann bei dieser Garzeit und bei dieser Temperatur ein grosser Unterschied sein. Wenn du mit Kerntemperatur arbeitest, nicht vergessen oder merke das unbedingt, lass den Kerntemperaturfühler entweder aus der Lampe, aus dem Backofen oder steck ihn erst ein, wenn du das Fleisch rein tust. Oder du kannst sogar Nadeln schon vorher ins Fleisch rein tun. Du tust es nachher im Backofen rein und steckst es nachher ein. Wenn du den Ofen einstellst, schau doch bitte, dass die Kerntemperatur richtig einstellst und die Ofentemperatur und nicht die Ofentemperatur als Kerntemperatur zum Beispiel einstellst. Wenn nachher nämlich nach etwa einer Stunde oder eineinhalb in den Ofen schaust und denkst, warum bimmelt das noch nicht? Das Fleisch hat erst irgendwie 30 Grad und du merkst, die Ofentemperatur ist irgendwie auf 54 oder auf 57 Grad. Ja, das könnte noch 3, 4, 5, 6, 7 Stunden gehen. Was mega cool ist, wenn nachher das Fleisch fertig ist, du musst es nicht irgendwie ruhen lassen. Man sagt ja, so bröteltes Fleisch oder Fleisch, das aus dem Backofen rauskommt, sollte schon ein bisschen ruhen lassen, dass es schön sich kann entfalten, dass es schön weich wird. Wenn du das mit dem Niedergaren machst, kannst du das wirklich sagen, wenn das bimmelt, wenn dein Ofen läutet, du kannst das rausnehmen, du kannst es nachher aufschneiden und sofort geniessen. Warum ein Gitterrost? Das nützt einfach, dass das Fleisch von allen Seiten gleichmäßig Temperatur überkommt. Eben, wie schon gesagt vorher, wir haben es jetzt mit Butter und Kräuter gemacht und du siehst es nachher im Ergebnis. Wir haben unten dran eine andere Farbe vom Fleisch wie rundum. Aber wenn du das auf einem Gitter oben hast, hast du wirklich rundum den schönen Kreis vom Fleisch. Es ist schön gebraten. Und es ist super, wenn du sagst, ich habe Gäste, die kommen erst. Oder ich habe Gäste, wir müssen noch irgendwie 10-15 Minuten warten. Lass das Fleisch einfach bei 65 Grad im Backofen rein, warte noch ein bisschen. Wenn alle ready und parat sind, nimmst du das Fleisch raus, brat es nochmal sehr, sehr heiß an, dass es schön Farbe nochmal überkommt. Und dann schneidest du es auf und kannst es wirklich schön heiß servieren. Ich hoffe, ich kann dir mit dem Video weiterhelfen, dein Fleisch perfekt zu niedergaren. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir doch bitte einen Daumen nach oben. Abonniere meinen Kanal, drück die Glocke, dann wirst du jedes Mal informiert, wenn es ein neues Video gibt. Ich wünsche dir noch das Beste bei deinem Fleisch niedergaren. Viel Erfolg, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.